So, da sind wir. Ja, ne, krass, wie es aussehen kann. Es ist halt echt heftig. Wir können uns das mal angucken, ob das so eventuell geht. Mit den Frammes, aber wir schauen mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was war denn mein Plan? Ich habe die Sachen zusammengefarmt. Ich habe ein Systemgehege aufgestellt. Ich drohe, es wird draußen. Wir brauchen mal kurz Wasser. Ja. Das wäre natürlich nochmal was, ne? Ja, krass, wie das Spiel dann komplett anders aussieht. Oh, ich kriege jetzt hier auch schon. Ich habe mal die Wolken angelassen. Ich habe mal den Fog weggemacht. Hier haben wir schön Alus. Also wenn wir hier in die Mitte gehen, dann müssen wir hier auch echt eine krasse Base bauen, ne? Weil sonst zerlegen uns die Alus da alles und so. So, Wolken auch einmal weg. Ja, das macht einen Unterschied wirklich von 15 Frames. Das ist echt krass. Und ich hoffe, dass unten jetzt in dieser Folge dieses Flackern da weg ist. Da muss ich nächstes Mal drauf achten. Das macht mich nämlich kirre und irritiert mich sowas von. Euch fällt es wahrscheinlich gar nicht auf. Und das Bild sieht auch im Kontrollmonitor ein bisschen besser aus, tatsächlich, finde ich. Aber mich irritiert es einfach teilweise. Und ich habe halt auch das Gefühl, kann ich mir auch einbilden, dass das dann mit der Performance zusammenhängt auch, ne, teilweise. Und dann nervt es mich. So, ja, sieht trotzdem krass aus und sieht trotzdem auch krasser aus als bei Survival Evolved, also von daher. So, da haben wir mal einen leckeren Schluck. Getrunken. Jetzt geht's los. Betäubungsmitteleimer habe ich irgendwie. Das geht runter von alleine, ne? Ja, ich brauche jetzt keine Stimband essen. Betäubungsmitteleimer herstellen. Die Falle aufbauen. Dödi und Anki suchen. Erst Anki, glaube ich, weil wir dann schon direkt auf die Metallproduktion gehen können. Und. Genau. Stein dann quasi später, weil Stein. Brauchen wir für Fundamente und so ein Kram. Wenn es dann an Base bauen geht, ist das schon wichtig. Wir könnten uns ja jetzt erstmal so ein paar ja, Öfen da reinstellen und dann schon mal anfangen, schön die Eisenbarren da durchzuknallen. Für eine Flinte, für Werkzeug, für die ganzen Industriegeschichten und so. Dann brauchen wir Glas und Metall für Gewächshaus und dass wir uns wirklich ein paar Sachen auch vernünftig craften können. Weil. Das ist jetzt am Anfang immer ein bisschen mühsam, sich das erstmal so zurechtzulegen und hinzubauen. Der gefrorene Zahn, 0 Grad. Dass man dann eben die ganzen Höhlen machen kann und so, ne? Klar, wir könnten jetzt den Pumpkin eben schnell und zusammenfarmen können schon in der Zeit. Gehen dann in die erste Höhle rein und zerlegen da alles, gar kein Thema. Aber ich finde, gute Vorbereitungen, dann machen wir 10 Höhlen gefühlt. Wir machen nicht 10 Höhlen am Stück, aber 8 am Stück wäre drin. Dann ist einmal die große Eishöhle dabei und einmal die große oder die zweite Unterwasserhöhle quasi, ne? Die schwierige. So, das hat aber unser Problem hier nicht gelöst, dass wir hier Drops haben. Dann wann? Ist denn aber so. So, den will ich noch ein zweites Mal herstellen, bitte. Ich habe gar nicht zu Ende gefarmt. Klug, 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 klug. Ich hätte aber hier noch Leder, aber kein Stein. Egal, dann setzen wir jetzt einen hier rauf. Und dann haben wir eh nicht genug Beeren, um da alles mitzunehmen. Da haben wir es. Einmal. Wie kann ich das machen? Disable Snapping? Ah ja. So. Gammelfleisch. Beeren. Ich muss noch das Rezept. Muss ich das Rezept noch lernen? Ja. Ich wollte gerade sagen. Hier geht ja mal gar nichts. 7 Stück nur. Weil wir 5. Eieieiei. Ja, Pflanzenfresser wird sich lohnen. Wir haben aber 50. 40 Betäubungspfeile. Problem ist nur, ich habe nur eine Armbrust gecraftet damals, ne? Weil ich halt dachte, naja. Wird schon passen. Egal, wir ziehen los, beziehungsweise wir bauen mal eben eine Falle auf und dann ziehen wir uns einen Anki raus. Dann haben wir die ganze Problematik nämlich gleich geklärt.
Ich lege dafür mal unten eben die Teile zum Bauen hin. Habe ich hier einen Fallschirm? Okay, das ist so ausgegraut. Ich denke immer, ich habe keinen und ich müsste den noch craften oder so. Eigentlich sollte ich mir die Taste, weil ich ja nichts auf den... Ich habe ja aktuell nichts auf der Maus liegen, also an den Seitentasten. Da könnte ich mir eigentlich auch hinlegen, dass ich darauf den Fallschirm haben möchte. Die 4 sozusagen. Ja. Ich überlege gerade, wo ich es aufbaue. Wir bauen mal hier hinten auf. Wo wir auch schon die andere Falle aufgebaut haben. Weil das hier relativ offen ist. Das können wir gut einsehen. Da ist die Gefahr ganz gut einzuschätzen. Und wir haben hier auch noch den Schlafsack. Den habe ich ja da gelassen, vorsichtshalber. Alpha Raptor, ne? Das ist jetzt interessant. Das ist ja 120, der macht. Eieiei, der macht halt viel Schaden. Ja. So viel zum Thema, man kann es hier gut einsehen. Ist man einmal weg, einmal umgezogen, übel viele Mammuts jetzt hier. 80? 45? 65? 10. Lame. Ja. Ja. Aber hier unten war der Tierriegel, ne? Und die kleinen Igel-Raptoren. Und halt jetzt auch so zwei Schweine und so. Ja, komm, wir machen das hier. Wir bauen das hier auf. Schon wieder den Fallschirm gezogen auszusehen, aber ich bin ja... Nein, 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 nein. So nicht. So nicht. Garantiert nicht. Alter, ey, der hat mich irgendwie nicht gekriegt, ne? Wir standen kurz in ihm drin. Wo ist er denn? Ja! So siehst du aus, ey. Ja, okay, die haben die KI doch. Die haben die KI doch nicht angepasst. Ich wollte gerade sagen, die haben sie angepasst. Wollte gerade loben. Kommt er denn jetzt her? So, der ist doch jetzt runtergefallen. Ich habe noch zwei gesehen, die runtergefallen sind. Der ist doch jetzt nicht so schnell hochgelaufen. Zack. 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 Ach, die sind jetzt oben auch geschlossen? War ja vorher auch nicht. Kann ich da mal bitte irgendwie den Türrahmen rankriegen? Ja, genau da wollte ich ihn nochmal. Das ist ja übel geil, ey. Danke. So, auf geht's. Anki. Gar keine, ich habe mal Ausschau gehalten danach, so wirklich nicht, ne? Kriegen wir es aber hin. Irgendwo hier am Berg müssen ja welche sein. Ist ja auch gar nicht so weit weg dann. Ich hätte eigentlich den PSG markieren können. Ich hätte auch auf der Karte eine Markierung setzen können, glaube ich, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Aber die Base werde ich schon wieder finden. So, hier ist das so. Und hier haben wir doch auch unseren AG her. Und hier sind doch auch überall Felsen mit Metall. So. Das heißt, in der Regel sind doch hier auch Ankis unterwegs. Oder auch nicht. Wir hatten letztes Mal auch das Problem in der Aufnahme, ne? Dass so sehr wenig Dinos die erst unterwegs waren. Na gut, eben 8 Raptoren. Okay. Guck mal, hier ist doch alles voller Metall. Und hier laufen doch sonst auch Ankis rum. Also auch ein Giga ab und zu mal, aber auch Ankis. Jawohl, ich sag's gerade noch, ey. Zehn. Ah, nee, ist gar kein Giga.
Das ist dieser neue. Der neue, in Anführungsstrichen. Krass. Ja, dann hätte ich hier als Anki auch keinen Bock rumzudüdeln, um ehrlich zu sein. Skorpione. Kano. Pflanzenfresserinsel wäre halt ein Call, ne? Aber das ist zu weit weg, das ist mir zu nervig. Wir haben da noch keinen gezähmt, glaube ich, ne? Ich habe nur... Und die Frage ist auch, hatten wir nicht einen Anki-Sassel sogar? Nee, wa? Nee. Da ist ein... Ist das, was ist denn da unten jetzt los? Kano gegen... Irgendwas Schnelles, was wegläuft. Ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal den... Nee, können wir den Anki-Sattel machen überhaupt? Oder braucht der Metall? Jetzt geht's doch schon los. Anki. Der braucht selbst den Metallbarren. Na gut, könnten wir aber in der Zeit, wo er dann liegt, machen. Krass, ey. Stimmt. Aber ist ja irgendwie auch klar, ne, dass es so angelegt ist. Jetzt könnte man sich einfach direkt einen Anki holen und... Könnte einmal diesen Grind da überspringen, dass man selbst mit der Hand da Metall rausfahren muss. Bisschen nervig. Machen wir aber. Ja, war das der Petri-Sattel, den wir bekommen haben? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir auch einen Anki-Sattel bekommen haben. Bin mir aber gar nicht sicher. Aber wenn, müsste der ja in der Base sein, also. Da wird gekämpft. Ja, auf zum Vulkan, ne? Das gibt's doch gar nicht. Hier sind doch sonst immer welche. Ich werde auch gucken, dass wir... Also, ist das die Island, ne? Oh ja, ich habe nicht drauf geachtet. Ah, oh, ja, ja. Richtiger Anfängerfehler. Ich habe gar nicht darauf geachtet gerade. Ja, jetzt land halt. Nee. Das war jetzt Quatsch. Ja. Ich guck mir das jetzt an. Ja, was passiert denn jetzt? Jawohl, siehst du. Danke, ey. Wollte gerade sagen, wir holen uns einen Anki, der nicht so high level ist, einfach damit schneller geht zum Zähmen. Und wir den jetzt ja auch nicht so. Ja, wir werden den schon benutzen, aber nicht so exzessiv, glaube ich. Aber es ist ja die Island und die Island muss auch mal mitspielen. Dass wir eine 145er AG eben hatten, ne? Das macht mich auch fertig. Dass der da gerade da war. Und wir den Platz gemacht haben. Es ist doch... Sonst sind doch hier immer Ankis. Was ist denn los? Oh, roter Drop. Das ist interessant. Ist aber im Schnee, ne? Ja. Dann ist das nicht mehr ganz so interessant. Den Pelz hatte ich nicht mitgenommen, weil wir sonst zu schwer gewesen wären für den Petri. Ja, hier ist schön viel Kristall auch und so. Toll, toll, toll. Kein Giga diesmal. Hm. Ich kann das nicht glauben. Wir haben ja auch nicht mal einen Dödi gesehen. Wir sehen ja gar nichts gerade. Gibt's doch gar nicht. Muss ein bisschen auf die Ausdauer achten, dass ich halt nicht wieder wie so ein Idiot. Ja gut, aber vielleicht muss ich auch ein bisschen näher am Boden dann, ne? Wenn man mal so guckt, wann die hier reinspawnen quasi, da aufploppen die Kreaturen. Dann könnte es auch damit zusammenhängen, dass die einfach nicht angezeigt werden, ne? Ja, Saber? Aber immerhin mal Tiere. Guck mal gerade so ein bisschen zuvor wie bei GTA, ey, wenn du irgendein Auto suchst.
Und es dann einfach auf Krampf nicht finden kannst, obwohl du es schon zigmal hattest. Und gleich, wenn wir einen Duty haben oder einen Anki, dann ist, ne? Ist das hier einer? Nee, das ist ein. Ist was anderes. Sah kurz aus, als wäre der eingekugelt gewesen. Schön in Blau oder so. Leider nein, leider gar nicht. Das war jetzt aber auch Quatsch. Hä? Also ich fliege jetzt auch schon echt gut den Berg ab, ne? Also ich bin jetzt echt nah dran. Wenn was wäre, muss ich das doch sehen. Ich gehe mal hier First Person. Aber irgendwie. Welchen Tag haben wir eigentlich? Tage 7 hier im Spiel, okay. Ich check's echt nicht. Hier ist ja auch gar nichts. Du fliegst und fliegst. Nee, ich hab noch Ausdauer. Ich wollte gerade sagen, sie ist weg, aber. Ich flieg hier und flieg hier und flieg hier und hier kommt einfach nichts. Was soll das denn? Ja, schön, dass der neue Tag beginnt, aber ich hätte gerne mal jetzt einen Anki oder einen Düli. Es ist mir die Reihenfolge auch mittlerweile ja schon egal. Hä? Was ist denn? Was soll das denn, hör mal? Ey, überall diese Dimorphodons, die fliegen überall rum, diese kleinen Viecher. Jetzt haben wir hier mal ein paar zur Abwechslung, was ist da? Ist das neu oder was? Nee, 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 nee. Nein, 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 das ist Quatsch. Ich bin doch nicht so weit um die Dings geflogen. Um den Vulkan rum. Ach, hör mir auf. Ich bin einmal rumgeflogen schon. Ja gut, ich wollte zum alten Baseboard aus Ark Storytime mal gucken. Vielleicht ist da was, habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir schon so weit rumgeflogen sind. Krass. Ja. Es fängt das hier an zu regnen. Dimorphodon, aber Para auch ab und zu mal. Aber das war es irgendwie, sieht sehr mau aus. Dafür haben wir einen Quetz in der Luft. Kritisch. Aber so viel haben wir auch noch gar nicht gesehen, ne? Also an Ankis und Dödis, wenn ich mal so dran denke. Aber es kann ja jetzt auch nicht sein, dass ich für den Anki irgendwie auf die Pflanzenfresser einsehen muss. Das wäre übel ätzend. Ja, was soll ich denn mit einem Dilo? Ich raff das nicht. Also ich habe halt, ne, wie viele Stunden habe ich The Island gespielt? Alleine für Ark Storytime, ne? Und die ganzen Tutorials und so, die sind. Also ein Großteil ist auf The Island entstanden. Nicht alle, aber ein Großteil. Und ich habe die ganze Zeit die Bilder so im Kopf, wo ich hier lang fliege in Survival Evolved und dann sind hier halt Dinos. So. Keine Ahnung, ob das jetzt einfach so sehr abhängig ist, wo was reinspawnt, ob man dann lange da ist, ne? Weil wir hatten eben 8 Raptoren auf einem Haufen, 10 Dilo vor mir gespawnt. Da ist wieder so ein Fliegevieh und so. Aber wenn du so die Map überfliegst, passiert da irgendwie nicht viel, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir hier 3 Dilos irgendwie am Start.
Aber es ist fast so, als müsste man sich ein bisschen in dem Bereich aufhalten, bis denn da mal was spawnt. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also klar, dass es jetzt hier nicht 24/7 alles aktiv ist, das verstehe ich schon, ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber... Mach ein bisschen gerade so die Lebendigkeit von Ark irgendwie. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen das Leben, finde ich, wenn jetzt hier so wenig los ist. Weil sonst hast du ja andauernd irgendwelche Dinos. Stimmt. Und zwei Titanos auch noch. Also wir haben irgendwie zweimal einen Quetz, zwei Titanos. Dann hatten wir einen Giga im... Der Dodo sieht ja süß aus. Dann hatten wir einen Giga im Vulkan drin. Und hier sind diese Konkurrenten zum Giga quasi einmal gespawnt. Aber sonst... Wir fliegen weiter. Das kann doch nicht sein, dass ich den Erstbesten hätte mitnehmen müssen. Weil ich sonst keine mehr finde. Also hier ist auch gerade mal ein bisschen mehr los, ne, was Tiere angeht. Ich weiß nicht, ob die einfach Spawn-Zonen, also Zonen geändert haben. Dass also an gewissen Dingen einfach mehr spawnt, oder an gewissen Stellen mehr spawnt als an anderen, aber... Aber hier geht's wieder, hier hast du wieder Tiere. Ist ja auch alles schön und gut. Das wäre halt auch ein Baseball, hatte ich auch erst überlegt, ne? So auf Ark Storytime angelehnt. Aber auch hier. Gehen die Frames leider so ein bisschen im Keller. Würde sich aber, denke ich, auch nicht vermeiden lassen, ne? Das werde ich an jedem Baseboard irgendwie haben, dass da irgendwas nicht ganz passt. Von daher ist okay. Land mal kurz zwischen. Ja, bei der Schildkröte vor uns hatte ich kurz die Hoffnung, dass es ein Dödi ist. Ja, ich... Leute, geht weg. Danke. Also hier würde es mich auch maximal überraschen, wenn ich hier einen Dödi finden würde. Sag ich, wie es ist. Das ist doch kein Dödi-Ort hier, oder? Ich fliege halt in lauter Verzweiflung alles ab. Und das ist halt genau der Grund, ne? Habe ich ja vor ein paar Folgen habe ich das gesagt, dass ich ja quasi immer 3 Stunden Storytime aufgenommen habe und am Ende kam irgendwie so eine 10, 15 Minuten Folge bei rum. Und ich hatte ja diese Dino Finder Deluxe Mod drauf. Das hatte mehrere Gründe. Einmal, weil es The Island war, weil bei Survival Evolved hast du ja ganz schwer 150er Dinos gefunden. Warum auch immer, da gab es ja ein Spawn-Problem, ich weiß nicht, ob es hier immer noch so ist. Wir hatten zumindest mal 145er AG mit dabei, das ist schon okay. Aber dann konnte ich immer die Map scannen und sehen, ob es jetzt überhaupt Sinn ergibt, dass ich hier wie so ein Irrer über die Map fliege, um etwas zu suchen, was vielleicht gar nicht da ist. Es wird Dödis hier geben und es wird hier auch Ankis geben. Das meine ich damit jetzt nicht. Aber im Sinne von, du suchst halt ein Megatherium, ein Rex oder was auch immer für deine Zuchtgruppe, für den Bossfight. Und wenn es den aktuell einfach gar nicht gibt, weil er noch gar nicht gespawnt ist, also ein guter Rex, dann brauchst du halt nicht suchen. So. Klar kannst du dich dann hinsetzen und halt alle Nase lang versuchen, da alles wegzukillen, was irgendwie geht. Und damit neue nachspawnen, aber wie gesagt, in der Kombination mit der Spawnrate irgendwie von The Island auch ganz katastrophal einfach. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, wenn man mit ein paar Leuten auf dem Server spielt und alle sich irgendwie beteiligen und das ist dann halt, ne? Ist dann halt so, ob man was findet oder nicht. Ey, ich glaube das nicht, dass, wenn das jetzt ein Dödi war, ne? Das sah kurz so aus. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Dass ich das jetzt hier erzähle, vorbeifliege und dann war es ein Dödi, oder was? Ja, Quatsch.
Auch ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall, der sieht doch cool aus. Ja. Level 20. Tschüss. Also, was ich halt dann gemacht habe in Storytime, war halt immer ein Wild Dino Kill. Da sind einfach mal alle wilden Dinos einmal gewiped. Und dann konnte man wieder gucken mit der Mod, ob halt schon Dinos nachgespawnt sind, die du vielleicht auch gerade brauchst. Und das ist halt in so einem Projekt ergibt das dann Sinn, aber diesmal geht es ja auch darum, wir müssen, ne, so ein bisschen laid back alles und so und dann eben gucken, wie es wirklich ist, weil es ist ja ein neues Argen, ne? Wie so ein bisschen die Experience auch alles, auch wenn das Let's Play ein bisschen spät kommt, zeitlich gesehen. Also weil Asa einfach schon lange draußen ist oder länger draußen ist. Aber ja, vielleicht übersehe ich ja einfach auch was. Und das sind die zwei Punkte, ne? Einfach der zeitliche Aspekt, wenn man schon 3 Stunden aufnimmt. Und man das Ganze eben nicht hauptberuflich macht und dann Content rausbekommen will und sich einen Plan macht, was irgendwie abgehakt sein muss in der Folge, damit man eine gute Folge daraus schneiden kann. Dann ergibt das einmal vor dem Aspekt oder vor dem Hintergrund Sinn und einmal halt auch wirklich, weil du die teilweise nicht findest, ne? Ich bin nämlich gerade überfragt hier. Um ehrlich zu sein. Kein Anki, kein. Ich nehme alles von mir aus Level 5. Wäre ätzend, aber ist dann so. Aber dieser Berg hier am Vulkan, der ist doch sonst immer voll mit Skorpionen, mit Ankis, mit Dödis. Ja, ist gut. Vor allem vorne, wo wir gleich wieder da sind, sind doch sonst immer super viele, die sich da andauernd beefen. Also halt in Survival Evolved. Ich weiß, es ist ja Asa und nicht Survival Evolved, aber müssen wir mal gucken. Ich schätze gerne einfach. Jawohl! Ja, beruhigen Sie sich bitte. Das ist jetzt richtig. Das ist richtig ätzend. Der ist nämlich schön angehittet. Ich habe keine Flinte. Ich habe nur eine blöde Armbrust. Der muss sich erstmal regenerieren. Der kugelt sich sonst ein und dann können wir es komplett vergessen. Den nehmen wir erstmal mit. Der wird sich jetzt ein bisschen hochheilen. Was sagt denn meine Ausdauer? Meine Ausdauer sagt, ich werde ihn erstmal loslassen und werde einmal kurz hier durchschnaufen. Okay. Also der Name passt halt auch mal gar nicht, aber ist okay. Ja, das sieht nicht gut aus, ey. Ich kann es halt eh ganz schwer einschätzen, weil ich noch nicht weiß, wie die Tiere aussehen, wenn die hier halt wenn die gehittet sind hier, ne? Das hat sich ja zu. Also der Agi sieht ja komplett dann zerrupft aus und so, da weißt du dann schon, okay, jetzt gleich Feierabend. Das sah ja in Ark Survival Evolved ein bisschen anders aus. Ist also noch so ein Ding, ne? Auch das quasi hinzubekommen. Oder drauf zu bekommen, wie viel Schaden hat jetzt ungefähr genommen? Kann ich da jetzt noch reingehen oder kann ich da jetzt nicht reingehen? Ich will nicht hier hin, das ist im Schneegebiet. Was ist denn los, ey? So, einmal hier raus. Kann nicht sein, dass ich mich jetzt so hart verflogen habe. Da ist der Vulkan. So, in die Richtung müssen wir ungefähr. Vielleicht wüsste ich jetzt bei ihm auch ungefähr, wann er dann mal wieder bereit ist, halt ein paar Schüsse zu nehmen. Das ist ja bei einem Dödi wirklich so, wenn du das mit einer Armbrust machen willst, dann muss der eigentlich schon volles Leben haben. Damit das funktioniert oder du brauchst halt eine gute Armbrust oder whatever. Das ist ja witzig. So, er ist irgendwie auch immer noch auf der Flucht, ne? Das findet er nämlich noch gar nicht gut irgendwie, aber der sieht vielleicht auch schon ein bisschen besser aus. Müssen wir gleich mal gucken. Ich gucke auch gleich nochmal, was da jetzt drin war. Da war auf jeden Fall eine MP drin. Oder ein Sturmgewehr. Sieht aus wie eine MP, aber es ist glaube ich ein Sturmgewehr. Dann mal sehen, was er macht. Vielleicht halte ich es, glaube ich, für zu riskant,
ihn jetzt direkt anzuschießen. Weshalb ich noch eher einen Anki jetzt suchen würde, was ja auch eher so semi-gut ist, weil wir aktuell nur ein CM-Gehege haben. So. Ja, hier geht's ja zum Glück gar nicht ab. Wer ist er denn? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Dass der Level 140 ist. Und jetzt hier spawnt mal wieder einer. Ja, kümmern wir uns drum. Ich setze mich runter und mach den einfach nur. Gar keinen Bock auf dieses Rumgefliege da. Oh, wir müssen mein Leben im Griff halten gleich. Müsste ich hier noch dazukommen, aber. Ja, das ist das schön, dass der andere AG sich auch mit probiert, aber wir machen mehr Damage. So, jetzt ist aber auch alles weggefressen, was ging. Der sieht zudem auch noch cooler aus als unser, ne? Das muss man leider auch sagen. Also es ist ein. Das ist eine kleine Frechheit auch. Wenn wir aufpassen, dass der. Dass das Mammut uns nicht mitkriegt. Wobei ich das ziemlich witzig finden würde. Hier machen wir das mal kurz. Ja, greif an! So. Warum hat er denn schon wieder Leben bekommen? Durch was ist denn da jetzt schon wieder gewesen? Als ob die jetzt nicht fertig machen, Mann. Die Musik ist ja schon ausgegangen, dass ich jetzt hier im Fight bin. Den machen die dann jetzt fertig, oder was? Komm schon. Ah, sehr schön. So, in falsche Richtung auch ein bisschen. Aber der eine, seine Mammut ist ziemlich. Down schon, ne? Hinten. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Ich würde das mal kurz wegfahren. Der arbeitet sich da ja sonst noch Tage ab. So, haben wir das doch kurz geklärt. Sehr gut. Der Dödi ist da drin. Ich mach mal kurz den Gesundheit. Warum kann ich nicht fliegen? Habe ich keine Ausdauer mehr? Geil. Geil. Geil, geil, geil. Wir verlieren den Hagi, glaube ich. Wir müssen da rein. Wir müssen da leider helfen. Das ist nicht euer Ernst, ne? Ich sehe halt nichts und der Petri macht da jetzt gerade die Action gegen ihn. Ich habe auch nicht mehr super viel Ausdauer. Ich muss mal einmal kurz das Vieh da rauskriegen. Der macht Damage, ey. Der macht viel Damage. Oh, Jesus. Ja, das war's. Der Petri geht down. Ja. Nee. Jetzt ist er, ne? Jetzt ist er down. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass ich jetzt hier rauskomme. Er landet jetzt auch gleich, er landet gleich, er landet gleich, er landet gleich.
die Ausdauer ist weg. Ja, ich habe das verschwitzt. Dass ich die 5-Befehle habe. Weil sonst hätte ich ihn irgendwo hinlocken können. Das ist ja immer so ein Ding. Dass ich dann nicht weiß, wie ich ihn wegpfeifen soll. Okay, KI ist doch ein bisschen schlauer geworden. Scheinbar. Die sind jetzt alle hier rumgekommen. Ja, ernst. Ah, das ist schade, ey. 196. Gute Dienste hat er uns erwiesen. Wir haben aber ein klappriges Sturmgewehr und ist das die Munition dafür? Ich glaube nicht. Nein. Da brauchen wir Sturmgewehr-Munition für. Schade. Schade, 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 schade. Ja, dann... Der ist noch da, ne? Haben wir jetzt offiziell ein Problem weniger. Nämlich zu gucken, dass der Petri leben bleibt. Ich muss mir unbedingt zum nächsten Mal die 5-Commands richtig hinpacken. Dass ich ihn anpfeifen kann und ihn dann schicken kann. Ich habe den Fallschirm gezogen. Ich hasse es so sehr. So. Ja, der ist so leicht noch, ne? Den lass ich nochmal kurz stehen. Boah, Alter. Hä? Was ist denn los? Das war ein Headshot. Schon wieder, aber was hat denn so viel Leben? So. Ich bin unsicher. Das gehört? Wo ist er denn jetzt? Über mir oder was? Nee, da unten. Aber es klang übelst, als wäre es über mir. Ich habe ihn nicht gepackt gekriegt. So, Tschüssikowski. Er liegt einfach in der Luft. Das ist geil. Ja, wir lassen den noch heilen. Den Dödi. Ganz definitiv. Ich stelle mich hier hin. Haben wir einen herben Verlust erlitten. Aber mit dem Dödi dann hoffentlich bald eine neue Verstärkung im Team. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.